Wir präsentieren das frisch formierten Team in Frankfurt, rechnete man sich gute Chancen aus und verlor am Ende dennoch. Denkbar knapp. Es sind 6 Sekunden, die zum Albtraum werden. 6 Sekunden, die schließlich den Unterschied ausmachen. Wer ist hier Aufsteiger, wer routinierter Bundesligist? Die Antwort kommt mit der Schlusssirene. 73-72 heißt es am Ende für die Skyliners. Ulm verdient sich nach 5 Jahren Abstinenz wieder den Respekt in der Liga, aber keine Punkte für die Tabelle. Vielleicht haben wir in der Defensive am Ende etwas nachgelassen. Vielleicht wollten die Frankfurter den Sieg mehr als wir, aber ehrlich, so ein Ding in letzter Sekunde, eigentlich hätten wir gewinnen müssen. Was soll ich da nur sagen? Zum Beispiel gut gespielt Ulm. Der Aufsteiger verlangt Frankfurt alles ab, macht eigentlich alles richtig. Couragiert und aggressiv in der Verteidigung, geduldig, ja fast abgeklärt in der Offensive. Zur Pause sind es satte 9 Punkte Führung für Ratiofarm und nur hin und wieder lassen die Gastgeber, die Skyliners, ihre Lufthoheit aufblitzen. Es riecht also nach einer Überraschung, nach einer kleinen Sensation beim ersten Bundesligaspiel der Ulmer nach 5 Jahren. Auch im 3. Viertel bleibt Ulm nämlich im Spiel, der Vorsprung immer noch 9 Punkte. Zu wenig, wie vielleicht Coach Mike Taylor schon ahnt. Frankfurt kämpft sich nämlich wieder auf 2 Punkte heran. Am Ende ist es Kapitän Emeka Erege, der 6 Sekunden vor Schluss den Sieg in Händen hält. Er aber verwirft beide Freiwürfe. Der Rest ist bekannt. Der bis dahin blasse Eric Catfield schießt die Ulmer aus der Halle mit der Schlusssirene. 73-72 heißt es für die Skyliners. Ein unfassbarer Sieg. Für die Ulmer ist es eine harte Landung nach starkem Spiel. Willkommen Ulm in der ersten Basketball-Bundesliga. Spannung beim